Vielen Dank erstmal. Schönen guten Abend. Okay, da müssen wir etwas wegbleiben. Zuerst einmal ist diese Nominierung, die wir heute hier erfahren haben, für uns als kleines mittelständisches Unternehmen eine absolute Bereicherung, eine absolute Wertschätzung für uns im Bereich Holz. Ich möchte Ihnen versichern, dass das Produkt, was ich Ihnen heute Abend vorstellen werde, mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut hergestellt worden ist. Wir müssen anfangen. Holz ist eigentlich dieser älteste Werkstoff der Menschheitsgeschichte. Was passiert mit Holz? Holz ist nicht nur eine Energiequelle, sondern es findet auch Verwendung im Bauwesen und in der Möbelherstellung. Holz, mit dem assoziieren wir Natur und Beständigkeit. Im Innenausbaubereich sorgt es für Wärme, Behaglichkeit und Stabilität. Wir von der Firma Schorn & Groh arbeiten seit 1961 daran, Holz effizient und ressourcenschonend zu verarbeiten. Sprich, was machen wir? Wir produzieren Furnier daraus. Aus einem Kubikmeter Holz können wir bis zu 800 Quadratmeter Oberfläche generieren. Also energiesparender und ressourcenschonender geht es eigentlich nicht. Aber dieses Furnier ist zwar wunderschön, aber es stößt auch an seine Grenzen. Das Material ist bereits heute schon sehr flexibel, wie Sie hier sehen können. Aber natürlich, ich kann es Ihnen bestätigen, man bekommt Spreißel. Und wenn ich es zu extrem mache, was passiert? Es bricht. Was haben wir daraus gemacht und warum sind wir eigentlich heute hier? Meine Kollegen gehen jetzt gerade mal kurz durch den Gang und verteilen Ihnen Muster. Wunderbar, hat er geklappt. Weil dieses Material muss man wirklich begreifen, wortwörtlich. Wir hatten eine Vision. Wir sind wirklich Visionäre. Wir wollten unser Furnier besonders flexibel machen. Seit 2018 arbeiten wir daran und wir versetzen damit unsere Kunden aus dem Automotivbereich, aus der Innenarchitektur und aus dem Design regelmäßig in Staunen. Also, was haben wir gemacht? Das, was Sie in der Hand haben, was ist das eigentlich? Ist es Holz? Ist es Textil? Es ist eigentlich wirklich nichts von beiden, sondern es ist die Symbiose, die wir eingegangen sind aus Echtholzfurnier und Textil, verbunden mit einem wasserbasierenden PU-Leim. Entstanden ist dieses Produkt aus der Synergie der Textil- und Modeindustrie und unserer Holzindustrie. Über viele gemeinsame Jahre haben wir an der Entwicklung gearbeitet, hier ein absolut veganes, naturfreies, tierfreies Material zu erarbeiten. In den letzten 6 Jahren hat sich übrigens die Zahl der Veganer mehr als verdoppelt in Deutschland. Was machen wir? Wir lasern hier Holz und dadurch entstehen Millionen von kleinen Pixeln, die durch ein Basismaterial zusammengehalten werden. Aber wir verleihen dem Material damit eine extreme Flexibilität. Sie können das wirklich so machen, wäre mit Holz vorher nie machbar gewesen. Zur Marktfähigkeit von Nuo. Die Marktfähigkeit von Nuo haben wir bereits durch viele Tests und Anwendungen bewiesen. Nicht nur Tests wie Dehnung, Scheuerbeständigkeit, auch Waschechtheit, was mit Holz normal nie machbar gewesen wäre. Aber um Ihnen das alles zu erklären, kann ich Ihnen gerne im Nachgang zur Verfügung stehen, sonst läuft meine Zeit hier wirklich weg. Aus Karlsruhe in die ganze Welt. Das war unser Ziel und das haben wir bereits erreicht. Sie sehen hier, wo wird unser Material eingesetzt? Im Schuh- und Modebereich, unter anderem sind meine Schuhe auch damit gemacht. Holz ist wirklich vernähbar. War bisher noch nie möglich. Im Automobilbereich sind wir bereits in einigen Concept Cars vertreten und in der Serie bereits in Renault Megane und im Lotus E-Tech. Und in der Möbelindustrie bereichern wir im Moment wirklich die Designer um ein neues Material. Sie können hier Formen darstellen, die vorher mit Holz nie darstellbar gewesen wären, die auch undenkbar sind. Und das Coolste an dem ganzen Material, ein Nebeneffekt, durch unsere Laserung und durch die ganzen Pixel, die wir erreicht haben, ist das Material extrem akustisch wirksam. Besser wirksam als jede Akustikpaneele, die standardmäßig auf dem Markt ist. Oh, leider.
Das war doch die halbe Minute, die uns noch gefehlt hat. Noch ein bisschen Bilanz dazu gegeben, aber die 5 Minuten sind leider jetzt doch auch schon wieder rum. Es ist einfach schwierig, die spannenden Themen in 5 Minuten wirklich unterzubringen. Aber ich glaube, es ist schon einiges rübergekommen. Sie konnten einiges vermitteln. Ich bedanke mich recht herzlich.